Herzlich willkommen, Leute, zu einem Overwatch Case Opening. Wir haben nochmal 50 Lootboxen, weil uns noch ein paar hübsche Skins fehlen. Und wir hoffen mal, dass wir die hier in den Kisten drinne haben. Vielen Dank übrigens für euren Support bei dem ganzen Projekt. Ja, Overwatch kommt wirklich sehr gut bei euch an. Und auch das Case Opening lief gut. Hoffe, das hier läuft jetzt auch wieder so gut. So, wir haben eine Pharah Victory Post. Die ist eigentlich ganz cool. Ja, müsste man später wirklich mal schauen, welche man da nimmt. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da. Oh, Roadhog. Roadhog ist immer geil. Aber da habe ich die beste. Das ist ein Emote. Ja, okay, das ist vielleicht sogar noch geiler als das, was ich habe. You're done. So, hier haben wir noch ein paar Sprays. Und dann schauen wir auch in diesem Video mal rein, was ich mir dann später von dem doppelten Geld kaufen sollte, weil die meisten Sachen, ihr seht schon, werden hier direkt vertickt. Das hat sich somit gar nicht gelohnt. Natürlich, mit der Kohle kann man sich die Skins kaufen, die man will, und das ist dann doch ein bisschen angenehmer. Das haben wir alles noch nicht gehabt. Der Skin von Winston, leider unglaublich hässlich. Oh, ein Legendary! Oh, nice! Oh, erstmal, den mag ich. Den finde ich gar nicht schlecht. Den finde ich echt gar nicht übel, obwohl der einfach nur ja anders gefärbt ist. Aber McCree als Gambler. Ja, es gibt noch diesen, den anderen Skin. Welcher ist denn das? Das ist ja eher der Western-Skin. Der andere ist ja so ein bisschen übertriebener, aber ich finde den geil. Ich finde den nice. Das wäre einer von denen, die ich mir vielleicht gekauft hätte. Wow, das hat sich gar nicht gelohnt. Ja, das mag ich. Das ist ein Victory Pose. Hier die Lucio O's. Viele Sprays wieder. Ja, viel Mist dabei. Oh, dreimal blau, eine Epic. Ist eine schöne Kiste an sich. Hier haben wir einen Skin Amber. Ich glaube, ja, da gibt es noch diesen, den ganz ausgeschmückten. Aber der ist auch voll in Ordnung. Und ja, ich fand das wirklich nur eine andere Farbe. Aber da habe ich, ich mag den Racer Skin von Tracer. Den Racer-Skin. Das habe ich auf jeden Fall schon. Hier der Putin-Spray-Logo. Das ist doch eigentlich ganz witzig, oder? Frosty? Frosty ist ganz... Moment, das Standard-Spray-Logo anstatt in weiß, in schwarz, gibt es echt in der Kiste. Nice. Das hatte ich alles schon. Ganze Kiste wurde zu Geld gemacht. Legendary, let's go! Bumblebee. Bee war. Ja, ist okay. Ist nicht der schönste Skin. Da müssen wir später mal durchgehen. Ihr könnt ja mal später schreiben, ob ihr so ein kleines Loadout-Video möchtet. Also jetzt, wenn ich die ganzen Kisten geöffnet habe, werde ich soweit alles haben, was ich erstmal möchte für meine Chars. Dass wir da einmal durchgehen, was ich mit welchem Char so ausgewählt habe. Wenn euch das gefällt, schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Dann machen wir es auch noch. The Iris embraces you. Ching, ching. Ist das ein Winston? Ja, Winston Spray, seine Brille. Zweimal Epic, let's go. Ein Spray-Logo hatten wir schon. Oh, das ist ja nice. Road. Was steht da? Alter, was steht denn da? Auf jeden Fall. Der Kranich mit Verspottung am Ende. Für Zenietta. Cash, Cash, Cash. Das Spray ist gar nicht schlecht, das ist auch ganz hübsch. Das hier ist nice eigentlich. Und dieser Galgen. Wir haben ja schon die ersten 1000 Points, da können wir uns also einen Skin manuell von holen. Die Victory Post, die habe ich auf jeden Fall schon drin. Für Hans habe ich, glaube ich, gar keinen Skin drin, deswegen nehmen wir den. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass ich keinen habe. Aber deswegen ist ja das Loadout-Video, glaube ich, gar nicht so schlecht, um da mal alles so durchzugehen. Ich mag die japanische Stimme. Die japanische Stimme von McCree ist genial. Legendary schon wieder! Legendary Cash. Das ist 500, glaube ich. Aber trotzdem nice. Ein Skin, Peanut Butter. Show you how it's done. Hört sich an wie die Stimme von Kenpachi aus Bleach.
Reaper-Skin, andere Farbe. Ich mag die japanische Stimme von McCree, ist die geilste. Übrigens, die Art der Spray-Logos, also das hier, was Hanzo hier hat, das gibt's ja auch bei Overwatch als Shirt. Also das ist ja ein Overwatch-Shirt-Motiv für alle Charaktere. Das gibt's übrigens auch von meinem Charakter, also von Dalucard selbst, also von mir. Mit meinem Headset, meiner Brille, meinem Bart und meiner Mütze. Und das findet ihr unten auch in der Videobeschreibung im Elbster-Shop. Also das ist mein neuestes Motiv übrigens. Und ich finde das mega geil. Das ist wohl das, meiner Meinung nach, das simpelste, aber stylischste Shirt-Motiv, was ich habe. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, Tracer. Diese Racer-Skins von Tracer, also die hier, jetzt ohne Helm, die fand ich auch nicht so schlecht. Da gibt's auch einen coolen. Ich glaube, ein blau ist der, bin mir nicht so sicher. So. Ich mag Symmetra einfach nicht. Ich kann mit dem Charakter nichts anfangen. Die hatten wir gerade eben. Das ist ganz cool eigentlich. Der Fair-Up. Da-da. Epic Cash. Zeit für einen soliden Beat. Wir kommen auf jeden Fall auf 2000. Das heißt, wir können noch zwei Legendary Skins kaufen. Ja, da ist wieder Geld drin. Yeah, macht es immer nur Bling Bling. Haben wir alles schon. Das Spray. Das gibt's auch. Das sieht immer noch Game of Thrones mäßig aus. Die Stimme von Hanzo ist ganz böse. Aber wie gesagt, die von McCree ist die geilste. Ching, ching, ching. Legendary! Oh! Lucio als Eishockeyspieler. Die Idee ist halt super geil wegen den Schlittschuhen, aber ich finde den nicht so nice. Wird den trotzdem equippen, weil ich keinen Skin habe. Wie gesagt, die Idee ist super, aber alles in allem, keine Ahnung, wäre nicht so nice. Das Diva-Spray war eigentlich ganz gut. Die Siegerpose habe ich, die habe ich sogar gerade drin. Aimbot. Epic Cash. Oh, Otakara ka. Ja, das musste man alles später, wenn man alles mal angehört hat, sich aussuchen. Zenyatta. Zenyatta immer mit seinen sneaky Sprüchen da, ja. Oh, der Skin geht sogar eigentlich dafür, dass es einfach nur eine Farbänderung ist. Den finde ich ganz schick. Roadhawk, da sieht man einfach nichts. Komm, ein Legendary ist da doch noch drin. Die ist eigentlich auch ganz witzig. Auf Japanisch immer sick. Oh, das mag ich. Das Spray-Logo für Widow ist geil. Komm, da muss noch ein Legendary, versteckt sich doch noch da drin. Das ist auch cool. Da ist es! Cash. Wow, alles klar. 2,8, wir kommen sogar auf 3, wenn wir Glück haben. Tracer. Hey, Pose. Catchphrase, ja. Sick. Epic. Epic Cash. Ich glaube, jetzt sind wir aber geldtechnisch. Also oh, Legendary, nice. Oh nein, den habe ich schon. Hätte das nicht in anderen Farbe sein können. Ich habe kaum Siegerposen bekommen, irgendwie. Das ist ein bisschen, also hier, die, nicht Siegerposen, die Highlight-Intros. Den hatte ich schon. Schade. Oh, Gouken? Alter, Reinhard ist Gouken. Dead Man Walking. Ob das wohl nochmal zieht, wenn ich das sag? Ein Legendary ist noch drin. Ein Legendary in 7 Kisten müsste eigentlich noch drin sein. I'm prepared. 6 Kisten. Epic. Ist das ein Highlight-Intro? Nein, das wäre ein Emote. Aber ein gutes. Der Slow Clap. Slow Clap geht klar.
Ich glaube, ich habe alle Taunts mit Roadhog damit. Ah, oh, gute Siegerpose. Die knienden Siegerpose sind auch mal nice. Ching, ching, ching. Alles Duplikate. Legendary, ich wusste es. Ja, das war der, den ich meinte. Den finde ich gut. Der ist gut. Dieser Roboter hier, der Hippie-Tiop. Den finde ich gut. Der passt, ja. Letzte Kiste. Oh, was war das rechts? Das muss ich auch nochmal anschauen. Letzte Kiste, wie man misst. Ching, ching, ching. So, damit haben wir 3500 Cash und können mal in die Heldengalerie gehen. Da gehen wir jetzt mal durch. Also McCree ist ein Charakter, den spiele ich momentan unglaublich gern. Und der zweite Skin, der Mystery. Ah, genau, stimmt, der Gangster-Boss. Wer ist sonst? Es gibt noch den Gangster-Boss. Und es gibt den Western, und da muss ich leider sagen, der ist natürlich der klassische, so sieht, finde ich, Western am besten aus, aber ich mag die Farbkombi hier, aber den Gambler, wenn wir den hier schon mal haben, der geht voll klar. Da ich McCree aber gerne spiele, mache ich den jetzt auch noch fertig. Die sind alle nicht ganz so geil, muss man sagen. Ich glaube, der Head-Tip ist noch der. Der ist noch am coolsten. Den locken und nehmen wir. Wir stellen den komplett ein. Dann haben wir den Over the Shoulder. Den finde ich so geil. Der hier ist eigentlich ganz cool. So Gentleman-mäßig, aber ich fand den auch cool. Also den lasse ich. Wanted dead or alive. So, Spray-Logo gehen wir natürlich. Wir machen den einmal fertig, das hatten wir ja so gesagt. Oh, sick, sick. Okay, der ist auch sick. Den finde ich sick. Aber ich glaube, das ist der coolste. Das ist das coolste Spray-Logo. Highlight habe ich leider keins. Yeah. Guck mal, das ist meine Siegerpose. Das wird natürlich am besten passen. Das ist es. Das passt zur Siegerpose. Der Charakter ist fertig, ja. Der ist durch. So, jetzt schauen wir aber mal. Für Diva, ich mag Diva wirklich mittlerweile, da gibt's noch den Junebug, den Junker, den habe ich eigentlich. Moment, ich habe nicht den Junker. Ach, das ist so ähnlich wie der Junker, andere Farbe. Ja, da ist Biva dann von, wenn man Legendary Skin jetzt nimmt, noch der beste. Also die finde ich alle nicht gut, muss ich leider sagen. Alle nicht schön. Aber wie gesagt, da gehen wir halt später durch. Da habe ich halt schon einen. Ja, auch wenn ich die anderen besser finde, muss ich leider sagen. Hanzo, ich spiele Hanzo leider einfach nicht gerne. Obwohl mir da der Wolf Hanzo auch sehr gut gefällt. Aber nicht jetzt. Junkrat, ich habe ihn in dem Release noch gar nicht gespielt eigentlich. Obwohl ich es ein super guter Charakter finde. Beide Legendary Skins, super sick. Lucio spiele ich nicht gerne, aber ich spiele ihn oft. Weil manchmal ist er halt einfach vonnöten. McCree haben wir jetzt fertig gemacht. May hat keine geilen Skins, leider. Alle nicht nice. Mercy hat hier noch den besseren, der Devil. Die finde ich beide cool. Auch der Imp. Ist eine schöne Sache hier. Und aber auch die Wikinger-Sachen finde ich nice. Pharah habe ich schon einen. Und da finde ich, habe ich sogar einen ganz guten. Da habe ich sogar drei Legendaries, sehe ich gerade. Da finde ich aber den Rain Dancer schon mit am coolsten. Reaper, da habe ich den Mariachi, aber auch den natürlich Vorbesteller. Viele finden den Pest-Doktor ganz geil, aber der Mariachi, das war der Skin, den ich sowieso haben wollte. Roadhog habe ich einen geilen. Soldier, da habe ich den Kommandant, den Lannister. Und das muss man auch sagen, ist aber der beste Skin, den er hat. Symmetra spiele ich leider gar nicht. Hat auch nur Mist-Skins. Torbjorn, habe ich den Biker. Oh, der Pirat ist so nice. Ey, wenn mir der Charakter jetzt noch Spaß machen würde. Für Tracer, wie gesagt, das ist der Vorbesteller. Den finde ich super geil. Ja, ansonsten finde ich den Punks.
Ich den Punk-Skin noch gut, aber da habe ich meiner Meinung nach den besten. Widowmaker. Auch der Vorbesteller-Skin ist auch der beste. Aber es kostet ja nichts, die Punkte irgendwie aufzuheben für spätere Sachen oder wenn man mal Gefallen an einem Char gefunden hat. Ansonsten mag ich Zarya noch ganz gern, aber die Skins sind halt auch alle Mist. Da habe ich, ja. Ansonsten kann ich da leider nicht viel machen, aber man kann ja warten, bis neue kommen. Ja, Zenyatta hat dicke Skins, ohne Scheiß. Beide geil. Der Ra, der Sonnengott, ist geil, aber auch der andere, super cool. Auf jeden Fall, würde ich sagen, Leute, das war's. Wenn wir mal ein Showcase machen sollen, wie ich alle Charaktere einstelle und da gucke, was mir am besten gefällt, also indem ich alles durchgehe, auch Sachen, die ich nicht habe, lasst es mich wissen, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.